Fashion-Fotografie ist nicht gleich Fashion-Fotografie. Und wer weiß das besser als die Fotografen aus dem Trunk-Archive? Guy Arroche zum Beispiel zeigt in seinen Werken die Models eher uninszeniert und fast intim. Helene Christensen zum Beispiel wirft mit Fotos um sich. Die Idee des Schnappschusses ist hier gewolltes Stilmittel. Ganz im Gegensatz dazu Miss Aniela. Die britische Künstlerin nennt ihre Arbeiten Surreal Fashion. Anleihen an berühmte Fotografen wie Cecil Beaton sind erkennbar. Das Kleid im Mittelpunkt der Inszenierung. Dennoch spielt bei Miss Aniela das Interior keine untergeordnete Rolle. Denn hier geht es mehr als surreal zu. Weniger surreal, eher dem Dadaismus verhaftet, arbeitet der Künstler Louis Jouvert. Seine Serie Deconstructed zeigt Kunstgrößen wie Frida Kahlo, Dalí und Andy Warhol. Aufgelöst in Einzelteile, die er aus Blättern und Fotos neu zusammensetzt. Anschließend ergänzt er diese dann mit Tinte und Acrylfarben. Einzigartige Porträts entstehen.